Ja, hoi meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und boah, feier ich das mit dem TÜV. Ich sage es, ich weiss, ihr gehört das gefühlt jedem Video, wie ich das feiere. Aber was ich will sagen. Aber es ist wirklich so, ich habe vorne bin ich am Arbeiten gewesen und ich habe eigentlich 100% schon seit dem Anfang, seit heute Morgen, oder seit gestern Abend, schon das ganze Wochenende Bock gehabt zum TÜV fahren. Und kennen Sie das? Sie haben eigentlich mega Bock. Und dann denke ich da so, ach scheißegal, einfach heim gehen, gammeln, einfach gammeln, chillen. Und das war bei mir auch so gewesen. Ich dachte, ach scheiß drauf, gehst einfach heim, gammeln, gehst chillen. Aber ich muss dir sagen, mein TÜV fahren, ich identifiziere mich selber mit dem TÜV fahren, weil das TÜV fahren ist für mich mega eigentlich ein Hobby. Und du kannst nicht sagen, es ist dein Hobby, aber bei jeder Gelegenheit, wo es schön Wetter ist, gehst du nicht TÜV fahren. Nach meinem Wochenende hätte ich wieder TÜV fahren, da konnte ich aber nicht können, weil ich da schon einen anderen Plan gemacht habe. Aber verstehen da meine Überlegung so hinter dem Ganzen. Also es ist schon so, dass er einfach dann sagen müsste, hey, reißt euren Arsch auf und macht etwas, oder? Und vor allem das Ding ist, für mich ist es einfach so, es gibt, also ich meine, wenn jetzt Sommer ist und es ist 3 Monate lang knochentrockenes Wetter, ich würde nicht 3 Monate lang jeden Tag TÜV fahren, das wäre natürlich nicht so. Ich würde ja nicht jeden Tag draußen an der Sonne sein. Aber ich meine jetzt, wenn es nicht sicher ist, vielleicht regnet es morgen wieder. Oder wie auch immer, dann finde ich es einfach, sollte man einfach das Gelegenheit im Schopf packen und sich nicht die Möglichkeit nehmen lassen. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt sagst, ach komm, scheiß drauf, morgen wird es auch noch schönes Wetter sein. Dann, wird das nicht so lässig sein. Weil du dann einfach oftmals die Gelegenheit verpasst ist zum TÜV fahren und ich meine, es ist ja ein Hobby, oder? Es ist ja nicht eine Qual für mich, es ist ja wirklich etwas, oh, da ist etwas am Boden. Es ist ja wirklich etwas Schönes, oder? Von dem her. Ja. Ich habe auch schon mega viel erlebt beim TÜV fahren, nicht, dass ich jetzt irgendwie ganz viele Kollegen gewonnen habe oder dass ich irgendwie schon die ganze Welt gesehen habe, aber trotzdem, das eine und das andere habe ich schon gesehen, ich habe ja selber in den Videos gesehen. Was ist denn das? Geil. Das ist geil. Aber ich glaube, die müssen einen Helm machen. Oder ist das nur Eigenschutz? Ich glaube, die müssen wirklich einen Helm machen. Ich habe schon viele so Autos gesehen, die das Helm da anhaben. Aber vielleicht ist es auch wegen der Lautstärke. Eben, wenn dir etwas ins Gesicht fliegt, weil du keine Windschutzscheibe hast oder eine kleine. Es gibt ja auch so Oldtimer, die sonst wie so ein kleiner geht auf die Straße. Nein, das ist, also für mich ist das jetzt mega, dass ich jetzt TÜV fahren kann. Für mich ist es aber so, dass ich schon wieder schönes Wetter, dass ich mit dem Mazda oder mit dem Audi rausfahren kann. Der Audi ist noch, die Nummer vom Audi ist noch im Straßenverkehrsamt deponiert, weil ich einfach Geld sparen über den Winter. Und eigentlich noch enorm denkst, was es pro Monat kostet. Thurgau, okay. Es sind wieder viele TÜV unterwegs. Nein, was wollte ich sagen? Und mit dem Mazda könnte ich auch fahren. Jetzt ist es aber so, dass ich den Mazda... Es ist einfach... TÜV fahren ist einfach 1000-mal mehr Freiheit. Da kannst du einfach nicht vergleichen. TÜV fahren, und auch wenn es der Mazda ist. Oder? Aber ich denke, mit dem Mazda... Wenn ihr das wollt, könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben. Würde ich gerne mal den Mazda am Motovlog machen. Ich genieße es so. Und es ist so ein schönes Gefühl, einfach kein fucking L mehr hinten dran zu haben. Weil das L, das ist eigentlich wie Führerschein mit Ablaufdatum, blöd gesagt, oder? Wenn du mit dem L hast, weil du hast das L nicht 1000 Jahre. Du hast das L für ein paar Monate, oder? Und das ist einfach geil, dass ich jetzt einfach den grossen TÜV kann fahren kann. Ohne groß Wenn und Aber. Das Ding ist einfach, ich hätte eigentlich den TÜV 100% oder 1000% wieder weggeben. Weil ich den TÜV eigentlich nur für Prüfung gekauft habe, vom Fahrerlehrer habe ich den abgekauft, weil der ist super, hat einen super guten Wendekreis, super, also leicht ist eigentlich nicht, aber geht halt gut zum Üben und ist halt für die
A-Kategorie auch zugelassen. Ah, schau, jetzt machen wir das Fotos. Oder nicht? Nein, nicht einmal. Ich meine, die machen Fotos. Ja, und die ist halt auch zugelassen für A-Kategorie. Und Acker hätte ich loswerden. Aber das Ding ist, ich habe aktuell gar kein Geld, um dazu zu legen, dass ich mir meinen Traumwagen von KTM SMC R690 kaufen könnte. Dann muss ich den nicht verkaufen. Stell dir mal vor, die hat 3000 Franken zum Beispiel, kommt jetzt für den TÜV über. Aber der TÜV ist eigentlich für das Geld sackgut. Der hat ABS, der hat super helles Licht, der hat die digitale Tacho mit vielen Informationen drauf. Er hat, was hat er noch? Ja gut, wie die ganze BMW mit Kurvorstand etc. hat er natürlich alles nicht. Aber ich meine, wenn ich jetzt für 3000 Franken mir irgendeinen anderen TÜV kaufe und der hat einen, das hat vielleicht nicht mal ABS. Versteht ihr, was ich meine? Darum behalte ich den TÜV lieber vorläufig genug. Vielleicht auch noch 2, 3, 4 Jahre lang. Und dann würde ich sagen, ja, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.